Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zum heutigen CSGO Overwatch. Wir haben hier einen Dödel am Start, der gegen die Wand springt. Wow. Was macht er für krasse Moves in der zweiten Runde? Aufkomm, mach was mit deinen Moves. Okay. Ich dachte, er macht jetzt den ultimativen Shot, aber das war eher weniger hart. 3, 2, 1. Bam. It's griffing. This is griffing. Ah, er macht weiter, okay. Wir haben hier also einen Troll am Start. Schön. Wisst ihr, ich würde jetzt einfach ausmachen und ihm direkt einfach Grief drücken, aber vielleicht fängt er gleich an, sich zu drehen. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt freuen soll, dass wir hier ein Legit haben, oder ob ich mich ärgern soll, dass es mal wieder irgendein Troll ist, der rumkackt und Leute nervt. Was ist schlimmer, ein Troll oder ein Hacker? Ein Troll kann einem das Spiel ähnlich zerstören oder genauso wie ein Hacker im Gegnerteam. Wenn er so richtig hart reintrollt und auch immer wieder schreibt, was sein eigenes Team macht, von wegen die Bombe geht jetzt A, drei Stück und so weiter und ich hüpfe am Spawn, dann kann das schon extrem schädigend sein, oder? Oh, er hat einen Kill gemacht, Wahnsinn. Ist, glaube ich, sein erster. Ach, geht ihr jetzt echt auf den Play? Jetzt gehen sie... Guck mal, sie haben die Bombe gelegt und die CTs laufen Mitte. Ich dachte kurz, er holt jetzt die Runde, aber dann doch nicht. Naja, er ist wieder AFK, okay. Gut. Übrigens ist gleich Livestream. 18 Uhr auf Twitch. Link ist in der Beschreibung und über einen gepinnten Kommentar. Ich drücke bei ihm kurz Griefing. Das war eine Milliarde Percent. Und fertig ist der Lack. Oh, nächster Fall. Wieder das 2. Haben wir hier etwa den Konterfall? Guck mal, 7 steht AFK am Spawn. Oh mein Gott. Schauen wir uns die Sache mal ganz genau an. Ja, was passiert? Was geht ab? Komm, Suspect. Du bist jetzt aber kein... Oh. Oh. Woher weiß er das denn? Das 2 Update hat die Wände ganz, ganz dünn gezeichnet. Also man kann einfach eigentlich durchsehen. Auf komm, gib dem da oben mit 3, 2, 1. Oh, ein Headshot war dabei. Okay. Naja. Ich meine, die Sache... Oh. Was machst du jetzt, Headbanger? Ja, er hat Angst. Da steht eine AWP auf Mitte. Gegen die kann er nicht ankommen. Übrigens ist schon wieder eine AFK. Es scheint fast so, als wenn wir schon wieder das gleiche Spiel hätten. Oh, das ist gesehen, wer drauf war. Richtiger Drecksack. Wir werden heute im Stream dann wieder ganz normal mit CSGO starten. Also erst Low Game, dann High Game. Und ich denke, dann werden wir direkt auf Valorante. Oder wir machen TTT und danach noch ein bisschen Valorante. Damit meine ich Valorant, ne? Ist klar. Oh, die Headshots fliegen bei immer bei hart rein. Suspect, hast du ein bisschen geübt die letzten paar Tage? Der spielt kein Valorant, der schwitzt in CSGO rein. Oh, ich habe letztens ein Video gesehen, es hat mir Walling geschickt mit einem Valorant-Hacker. Ganz freche Story. Aber, soweit ich weiß, verteilt Valorant ja Hardware-Buns. Ja, das ist eine ziemlich schöne Sache. Also Riot macht das, nicht Valorant, Riot. Das wäre eine schöne Sache für Steam, oder? Oh. Guck mal da, das sind jetzt gerade alle. Komm, 4 noch. Du hast doch geübt. Easy. Na also, noch 3. Was ein ekelhafter Kerl, oder? Hinter dem... Oh. Shit. Das tut natürlich weh. Und den holt er nicht. Also wirklich. Ach ja, Timeout. Und jetzt ratet doch mal, wer das aktuelle YouTube-Giveaway gewonnen hat. Richtig. Es ist Graustreif. Hey. Du alter Gönner. Schreib bitte hier unter das Video, das du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und dann frage ich dich nach deinem Trade-Link. Und den schickst du mir bitte auch unter dieses Video, aber dann wiederum als neuen Kommentar. Dankeschön. Das nächste YouTube-Giveaway. Alter. Startet dann in den kommenden Tagen, ne? So wie es immer ist. Auf, gib ihm. Alter, er läuft und ist noch nicht mal drauf. Er hat doch eben unten rechts ans Bein gezielt oder an den Fuß. Gibt ihm einen Header. Ich glaube, er ist buggert. So, Leute, was würdet ihr ihm drücken? Wahrscheinlich Legit, ne?